Es war dunkel. Ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Oh, du hast mich gerettet. Gerettet, Dad. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meine meinen Prozessorkern. Der Fluxer ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Ach, na toll. Wer kommt denn auf die Idee, sowas hier einzubauen? Licht habe ich noch. Hey. Sollen die Grütze da rein? Naja, okay. Also, lieber Stubentiger, wir putzen uns erst wieder, wenn du in frischem Wasser gewesen bist, okay? Wir flecken uns nicht die Pfoten ab. Oh. Nach dem Gang hier. Hi. Bin ich jetzt in der Stadtmitte? Ach du meine Güte. Baladin, ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon ewig keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat, der kleine Außenweltler? Zabaltasar, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. No Zirkzone. Ja, auch als würden sie hier einen Haufen Müll gesammelt. Ameisendorf. Oh, das ist ja hübsch. Also jetzt nicht der Müllberg, aber das da. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war alleine. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber im Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest. Bis eine kleine Katze auftauchte. War es? Es war. Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Moment, heißt, ich habe zwei Erinnerungen verpasst. Es tut mir leid. Ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay, die Farbe ist trocken. Die hier aber nicht. Oh, Entschuldigung. Katastrophe, Entschuldigung.
habe euer Mahjong-Spiel ruiniert. Das haben wir jetzt tatsächlich die... Naja. Entschuldigung. Diese Katzenpanz, ne? Oh! Entschuldigung. Sie kam nicht so happy aus. War das Gesicht schon vorher so? So. Und er so, hehehehe. Oh, ich habe sie gar nicht angemaunzt. Die haben tatsächlich die Steine wieder aufgesammelt. Huch! Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber es gibt überhaupt... Aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Kleine Monitor ist echt süß. Ich einmal runterschmeißen. Wehe hier, ne? Thank you.
finde es echt super. Und wir kommen da drauf. Bringt mir das? Da nicht. Kann ich hier noch irgendwo? Ich kann hier runter. Bin ich wieder hier, aber wie komme ich weiter hoch? Die Frage ist, wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich zu ihm rüber. Komme ich denn da hin? Ah. Ah. Nicht zu dem Wasser, okay. Es sieht vielleicht auch klarer aus, wie es ist. Okay, das Doofe ist, es will jetzt gerade niemand mit mir reden. Also war vermutlich schon, aber die 12 will nicht. Eigentlich müsste ich ein Beach 21 nennen. Ich könnte die Katze Mang nennen. Das Spiel, gib mir doch mal gerade einen Hint. Wo ich denn hin könnte? Dann meditiert da hinten, aber ein bisschen aufgeschmissen. Ich möchte da hoch. Also doof, den Weg zu finden. Ist die Leiter hoch? Nein. Ah.
Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendenten Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Was bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Ausmelder. Woher weiß der das? Wir hatten keine Videoübertragung. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit unseren Außenmeldern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerungen an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Sams geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden. Und Clementine... Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hat sie keinen Plan, wie sie aus der Stadt, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Oh. Bild von Clementine. Das sind die mit dem größeren Bildschirm. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir könnten zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Wir fragen natürlich. Da sind auch noch Blumen. Ich möchte Blumen sammeln. Nur die eine? Scheinbar. Okay. Marie, 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sag niemandem, dass ich tatsächlich drauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Weiß. Roboterweiß. Ich nenne ihn Müllbraun. Moment, mein Kabel. So. Müllbraun, so. Hi. Meisen ihren dekonstruktivistischen Mais in ihrem dekonstruktistischen Phasen, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Mumutsch. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Oh. Oh. Isaac. Elektro. Überall. Ach so. Vielleicht können wir mit dem Ding anfangen. Wäre auch ganz merkwürdig gewesen. Kundelig. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zwergs natürlich.
Stell dir vor, wir könnten unsere Kraft zunutze machen. Wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Billy, was? Beleid? Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Man erkennt gar nicht, wer Kind ist und wer erwachsen. Sehen alle gleich aus. Ich glaube, ich habe mit einem gesprochen. Blumen. Alter, mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Alexander! Das berührende Geräusch von fallendem Müll. Beruhigend, entschuldige. Schimmernde Wasserfällen. Keine Gefahr. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinem Gedicht zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt, der mich in seinem Schoße schützt. Sollst du auch sein, mein Grab? Ist dir das zu feierlich? Nee, fand ich schon okay so. Wie kam ich denn jetzt nochmal? Ach so, ja. Mich leider nicht so umgucken, wie ich es gerne möchte. Vor vielen Zyklen war ich ein Pagebot. Hab mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Jenkins. Manche mögen das Schrott nennen. Für mich sind es Schätze. Aber ich kann euch nichts zeigen. Im Kram bleibe ich hängen.